Es ist wichtig, dass man auch die negativen Seiten des Partners liebt. Ausnahmsweise werde ich ein Zitat von Frau Merkel benutzen. Es ist alternativlos. Das hast du noch nie gesagt. Ja, jetzt fiel mir das gerade ein. Ach, finde ich das süß. War mit Abstand die schönste und entsprach auch genauso meinem Vorstellung einer schönen Frau. Dunkelhaarig, sportlich. Alte Liebesbriefe zu lesen, das kann auch gefährlich sein. Was wäre, wenn Almut und Peter feststellen, dass von all den wunderbaren Gefühlen nichts mehr übrig ist? Das rührt schon etwas. Also, ich hätte das nicht für möglich gehalten. Ich habe im Übrigen all das, das ist verschüttet, das ist jetzt wieder da. Wieso trennen sich manche Paare nach kurzer Zeit und andere bleiben ihr Leben lang zusammen? So wie Peter und Almut. Ich kann das vergleichen mit einer Waage. Wenn sie ausgependelt hat, jeder ist gleich stark, würde ich sagen, so ähnlich befinden wir uns jetzt. Aber es hat auch Zeiten gegeben, wo die einzelnen Waagschalen ganz schön in Turbulenzen waren. Dann hat man einfach jetzt sind wir ein paar irgendwie beide gelassener. Was aber abgeklärt kam ja. Aber das hat nicht dazu geführt, dass es nicht spannend ist, jeden Tag. Nee, langweilig ist es mit dir nicht. Mit dir zu leben. Also das ist manchmal eine ganz schöne Aufregung. Oder auch eine Herausforderung. Aber trotzdem schön. Das alte Haus, das sie über Jahrzehnte für sich und ihre zwei Kinder renoviert haben, lässt jedem genug Raum, das zu tun, was er möchte. Ist Freiraum ein Geheimnis ihrer Beziehung? Wie beginnt eine Liebe, die bis heute so lebendig scheint? Das war ein ganz stürmischer Tag im Februar 1962. Er schmiss mir Blicke zu, das habe ich schon gemerkt. Ich fand ihn sehr alt. Er sah aus wie mindestens 25. Damals war meine kleine, zarte Almut, eine gefeierte Sängerin in einer Jazzgruppe. Und dort habe ich sie kennengelernt, gesehen und fand sie außerordentlich attraktiv. Und sie sang auch so schön. Ja, das war der Tag. Ich habe mit keinem vorher je so intensiv und so tiefgründig geredet wie an dem Abend. Ja, und das war eigentlich so der Beginn. Die Arbeit mit Holz ist Peters Leidenschaft. Dabei hat er früher in einem ganz anderen Bereich Karriere gemacht. Peter war Journalist. Aus beruflichen Gründen ist das Paar kurz nach der Heirat aus Bremen weggezogen. Für seine Zeitungsredaktion war Peter viel unterwegs. Almut glaubte er auf dem Hof gut aufgehoben. Doch seine junge Frau hatte andere Pläne. Sie wollte studieren und sich im Umweltschutz engagieren. Fern der Großstadt blieben ihr plötzlich nur noch Haushalt und Kinder. So hatte sie sich ihr Leben nicht vorgestellt. Also die Frustration war eigentlich in den ersten Jahren. Er war sehr stark eingespannt damals in seinem Beruf. Und ich war zu Hause alleine und mir fiel ganz schön die Decke auf den Kopf. Ich bin meinen Weg gegangen, geradlinig, wie das auch, sozusagen, auch im gesellschaftlichen Verständnis vorgegeben war. Also meine Frau hat da sicherlich gelitten. Vorbei war es mit der ehelichen Harmonie. Almut und Peter steckten mitten in ihrer ersten Ehekrise.
Ich war ja in der Zeit wirklich eine sehr schwierige Partnerin. Ich habe ja sehr stark durchgehangen. Und dann hat er sich das erste Mal anderweitig verliebt. Was ich gut begreifen kann. Also das waren auch alles tolle Frauen. Man ist ja nicht einzigartig auf der Welt. Nur wenn man selber noch gar keine Erfahrung großartig hat im Leben, dann ist das, das kratzt schon sehr, sehr stark an der eigenen, am eigenen Ego. Die 84-jährige Henriette ist Klavierlehrerin. Früher hat sie als Konzertpianistin Karriere gemacht. Auf ihren Beruf wollte sie nie verzichten. Ich wollte ja selbstständig bleiben. Ich dachte eigentlich, ich brauche gar keinen Mann. Aber es hat sich denn doch anders ergeben. Noch heute unterrichtet sie täglich mehrere Schüler. So viel Engagement im Beruf verlangt einen unkonventionellen Mann. Es würde mich stören, wenn eine Frau nur zu Hause wäre. Und das wollte ich ihr nicht zumuten. Denn jeder muss sich ja auch selbst entwickeln in beruflicher Hinsicht. Und das andere, ihr Leben ist ja dazu da, dass man zusammenhält. Gut. Klaus hat früher als Bauingenieur gearbeitet. Schon damals hat er oft das Mittagessen gekocht. Auch für die 6 Kinder. Als die Kinder noch alle im Haus waren, hatte man nicht so viel Zeit füreinander. Das war eine Arbeitsteilung gewesen, nicht? Und seitdem die Kinder jetzt aus dem Haus sind, haben wir wieder mehr zueinander gefunden. Wir haben mehr Zeit füreinander. Das hat uns dann wieder näher gebracht. Lilly und Laurenz, die jüngsten der 14 Enkel, wollen wissen, wie die Großeltern sich kennengelernt haben. Vor 60 Jahren sind Klaus und Henriette sich zum ersten Mal begegnet. Dass er mich am ersten Abend denn geküsst hat im Auto mal, hätte ich mir von einem anderen Mann nicht gefallen lassen. Ich weiß nicht, was da in mich gefahren war. So, Vater. Guten Tag. Du darfst auch guten Tag sagen. Ja, ich darf. Ich muss mich immer auf die Spitzen stellen, wenn ich meine Kinder umarme. Wenn sich die ganze Familie trifft, wird es turbulent. Alle zusammen sind sie 30 Personen. Ihre 6 Kinder leben seit Jahrzehnten in festen Beziehungen. Auch für die Enkel sind Klaus und Henriette ein Vorbild. Meine Großeltern sind auch wirklich ein gutes Beispiel dafür, dass eine Ehe halt lange halten kann. Weil heute wird ja so viel auch wieder geschieden, auch nach kurzer Zeit schon. Und ich denke, es gibt einfach ganz viele, die dann, nachdem sie sowas mal gesehen haben, dann nicht mehr daran glauben. Die Liebe von Dieter und Carmen beginnt vor über 50 Jahren am Rhein. Dieter wusste genau, wie man Frauen erobert. Das war von Anfang an ein Draufgänger. Bei einem Geburtstag bei einer Freundin hat er mir erzählt, also am nächsten Tag wird er kommen mit dem Sportwagen, mich abholen. Und ich habe das alles nicht geglaubt. Aber siehe da, in Schierstein auf dem Parkplatz erschien ein roter Alfa Romeo. Und das war er und ist gleich mit mir losgebraust. Und bei ungefähr 130 Sachen, wo ich schreckliche Angst hatte, hat er mich dann genommen und mir einen Kuss gegeben. Das war so furchtbar für mich. Ich hatte so Angst, aber das ist mein Mann. Ja, so habe ich meine Frau kennengelernt. Und daraus wurde dann echte, wahre Liebe, die bis heute angehalten hat. Carmen hatte gerade ein Sprachenstudium in Paris begonnen, als Dieters Heiratsantrag sie zurückholte. Mit ihm wurde das Leben anders, als sie es sich vorgestellt hatte. Dieter war Schiffsbauer. Mit einem kleinen Frachtschiff konnte er sich und seine Frau gerade so ernähren. Doch 2 Jahre nach der Hochzeit passierte ein Unglück. Der Untergang unseres Schiffes, das lief über Nacht voll Wasser. Und ging dann im Baggersee im Oberrhein unter. Dabei kamen Matrosen ums Leben. Und das war für diese ganz junge Ehe schon eine große Belastung. Also ich habe jedenfalls da unheimlich drunter gelitten. Mein Mann natürlich auch. Und
So ging das eigentlich irgendwie weiter. Das Schiff war nicht ausreichend versichert. Plötzlich standen die jungen Eheleute vor einem riesigen Schuldenberg. Über Jahre bestimmten finanzielle Sorgen ihren Alltag. Als die beiden Kinder kamen, wurde das Geld noch knapper. Carmen ist auf dem Weg zur Chorprobe. Singen ist für sie nicht nur eine Freizeitbeschäftigung. Immer schon war die Musik eine Art Lebenselixier. Bereits während ihrer Zeit in Paris ist sie als Sängerin in verschiedenen Jazzclubs aufgetreten. Dieter ist Mitglied in einem Männerbund. Für die Vereinstreffen fährt er jeden Donnerstag nach Mainz. Den Männerbund Schlaraffia gibt es schon seit über 150 Jahren. Seine Mitglieder haben sich der Pflege von Kunst, Freundschaft und Humor verschrieben. Das Leben möglichst sorglos zu genießen, das ist hier Programm. Der Wald ist ihr Terrain. Almut kennt jede Pflanze und Peter alle Plätze, an denen Pilze wachsen. Bei allem, was sie tun, bleiben sie im Gespräch. Das war auch damals so, als Seitensprünge ihre Beziehung in Frage gestellt haben. Das war ein Wechsel von Wortlosigkeit, von Leiden, von Geheimnis, von miteinander reden, von Weinen, von Verzweiflung, von Freude, von Bestätigung und natürlich auch von Nachsicht und Umsicht. Und vor allem Nachsicht. Zu sagen, naja, ich bin dir nicht mehr böse. Einer ihrer Lieblingsorte ist hier, wo ein wilder Birnbaum und eine Buche seit 50 Jahren zusammenwachsen. Man kann natürlich sagen, sie haben sich ganz schön aneinander gerieben. Aber es sieht doch toll aus. Guck mal, wie die da, sich da oben so zusammen... Diese Baumsymbiose ist eine, ein wunderbares Bild für eine gedeihliche Partnerschaft. Und jeder Baum hat seinen eigenen Charakter, unverwechselbar, nach außen. Trotz der Unterschiede funktioniert es. Ja, es funktioniert. Es klingt so einfach, aber war es das auch? Ich erinnere mich, nachdem er beschlossen hatte, eine Beziehung, die er hatte, nun auch gut sein zu lassen und zu beenden, dass wir einen langen Spaziergang gemacht haben und er mir gesagt hat, dass ich doch einfach die wichtigste war. Die Situation war so, dass ich das Gefühl hatte, ja, ich glaube, wir fangen jetzt einfach an, weiterzumachen. Und wir hatten ja auch die Kinder. Und dann hatten wir ja auch eben sehr viele gemeinsame Projekte. Peter war noch keine 60, als er frühzeitig seinen Beruf aufgeben musste, weil er an Krebs erkrankte. Am Tag der Rente haben wir ein neues Kapitel aufgeschlagen. Da konnte ich nicht mehr sagen, tschüss, ich habe gleich einen Termin, ich muss weg. Ich hatte keinen Termin. Die Krebserkrankung änderte nicht nur Peters Tagesablauf, sie hatte auch Folgen für seine Ehe. Seit einem Jahr lernt Klaus Klavier spielen. Früher war dafür keine Zeit. Es ging immer nur darum, die Existenz der Familie zu sichern. Das war nicht einfach. Klaus hatte sich gerade mit einer Recyclingfirma selbstständig gemacht, als eine Serie von Brandstiftungen seine Firma zerstörte. Hm?
Wir sind den Herausforderungen immer gemeinsam begegnet. Und ich habe ihn immer wieder versucht, ihn aufzurichten. Durch die mehrfachen Brandstiftungen hatte ich damals gesehen, dass ich auch Unterstützung zu Hause hatte. Das Schlimmste war also, dass er da gesagt hat, er würde am liebsten nicht mehr leben. Das hat mich sehr, sehr bedrückt. Nach dieser Krise kehrte Klaus in seinen Beruf als Bauingenieur zurück. Für die Kinder und Enkel hat Klaus seine Erinnerungen an die eigene Kindheit im Krieg aufgeschrieben. Mit einem Buchbinder bespricht er Layout und Druck. Und er hat dann auch so Landkarten mit reingebracht und dann auch alte Fotos. Henriette und ihr Klavierspiel. Ohne die Musik kann Klaus sich seine Frau nicht vorstellen. Wenn sie übt, und dann höre ich auch gerne zu. Und ich verliebe mich manchmal auch in diese Melodien, die sie gerade mal einübt, nicht? Ich lebe meine Frau genauso heute wie vor 50, 60 Jahren, nicht? Die Liebe ist etwas, was aus dem Inneren kommt. Und wenn man einen vertrauten Menschen hat, dann gibt man sich dem auch ganz hin. Das Sexuelle ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Ehe. Da sind wir beide auf dem gleichen Niveau, auf dem gleichen Level, nicht? Wie man es heute zu sagen pflegt, nicht? Wir hatten schon eine sehr traumhafte Zeit diesbezüglich, was das Körperliche anbegeht. Das stimmt doch, oder? Ja, was soll ich da noch hinzufügen? Seit Dieter vor 10 Jahren krank wurde, hat sich vieles verändert. In der heutigen Zeit bin ich auf das Zuschauen reduziert. Meine Tätigkeiten habe ich fast ganz eingestellt. Eine Nervenkrankheit schränkt seine Bewegungen immer weiter ein. Von der Taille abwärts spürt Dieter nichts mehr. Wie ist es, wenn vieles von dem, was die Liebe einst ausgemacht hat, nicht mehr geht? Man kann sich da auch arrangieren und gibt auch Kuscheln. Früher war es das lodernde Feuer, jetzt ist es die innere Wärme. Aber schon vor Dieters Erkrankung war es schwierig. Nach dem Schiffsunglück musste Carmen mitverdienen. Ständig war sie in Sorge, ob das Geld reicht. In der besonders schweren Zeit habe ich verstärkt abends eben zum Schlafen meinen Wein getrunken. Und sowas kann ja natürlich schon eine Art Gewöhnung werden. Aus Gewohnheit wurde Sucht. Carmen musste zum Entzug in eine Klinik. Wenn die Diagnose gestellt ist, dann fallen sie erst einmal in ein Loch und denken, ach du lieber Gott, gibt es da überhaupt eine Möglichkeit der Heilung? Ich hatte immer die Hoffnung und habe immer gesagt, die schafft das. Und du hilfst ihr da, wo du kannst. Und da habe ich halt eben selbst auch jeglichen Schluck Alkohol verbannt aus dem Haus. Ich habe das geschafft. Ich bin jetzt 13 Jahre trocken und trinke halt aber auch aus dem Grund gar nichts mehr. Heute ist Carmen die Starke. Sie kümmert sich um ihren Mann. Ich muss alles für ihn machen. Er ist eigentlich jetzt mehr und mein Kind geworden. In jeglicher Hinsicht, ja. Ich wäre längst im Heim gelandet, weil ich, sagen wir mal, eine Pflegerin zu Hause oder so gar nicht finanzieren könnte.
würde mir gar nichts anderes übrig bleiben, als irgendwo in ein Heim zu gehen. Und das wäre für mich sicher ein schwerer Schlag. Vom Draufgänger zum Pflegefall. Woher nimmt Carmen die Kraft zu bleiben? Wenn es mir wirklich nicht gut geht und ich das mal nicht schaffe, dann gehe ich in die Kirche und singe für mich ganz alleine mein Ave Maria. In Kürze werden die beiden goldene Hochzeit feiern. Was ist mit der Liebe von damals? Ich wusste, ich werde jetzt gebraucht und ich würde ihn nie verlassen. Diese Gedanken bin ich gar nicht gekommen. Und die Liebe ist dadurch eine innerliche Liebe, die ist dadurch gewachsen. Nach Peters Krebserkrankung hat sich die Beziehung verändert. Als er den Krebs hatte und operiert werden musste, war uns schon dabei klar, dass das auch sein konnte, dass danach jedenfalls diese Form von Begegnung nicht mehr möglich sein würde. Dass man miteinander Sex hat, das spielt, wenn man älter wird, nicht mehr die große Rolle. Es gehört dazu, es ist schön, aber es hängt nicht mehr der gesamte Hormonhaushalt dran, sagen wir es mal so. Früher hätten sie sich das wohl kaum vorstellen können. Das ist doch irgendwie. Dann klackst drauf. Peter, wir können das etwas wissen. Alles, was Menschen, die sich lieb haben, am liebsten tun, haben wir auch gemacht. Im Wald, im Auto, wo auch immer. Das sind diese ganz alten, die der Peter mir mal geschenkt hat, als wir noch nicht verheiratet waren. Oh, ja. Echt? Ja. Nächstes Jahr sind Peter und Almut 50 Jahre verheiratet. Freunde aus dem Taunus sind zu Besuch. Zusammen sehen sie ihren Hochzeitsfilm zum ersten Mal. Jahrzehntelange Liebe. Ja, danke, danke. Ich habe eben beim Betrachten gedacht, also du hast nichts falsch gemacht. Es war gut. Das ist das Gefühl. So eine erfüllende Beziehung. Gibt es dafür ein Rezept? Haben die beiden eine Formel für ihre Liebe? Ich glaube, wenn es ein Geheimnis gibt, dann ist es, unsere Beziehung ist nie langweilig. Da ist, passiert eben immer noch was. Mein Mann ist wirklich meine wichtigste Person. Der sogenannte Lebensabend. Ich finde, das ist fast so was wie der eigentliche Höhepunkt in diesem Leben. Peter und Almut haben wieder Pläne. Sie wollen das angrenzende Häuschen ausbauen und hoffen, dass dann eines ihrer Kinder zu ihnen auf den Hof zieht. Endlich! Zeit zum Reisen. Meist sind die Städte des Ostens ihr Ziel. Vor allem für Klaus ist das etwas Besonderes, weil er seine Jugend in Ostpreußen verlebt hat. Seine Heimat entdeckt er erst als alter Mann wieder. Heute besuchen sie ihren jüngsten Sohn Thomas in Berlin. Die Musikerin und der Bauingenieur. Bitte recht freundlich. Auf den Reisen verbinden sich ihre Interessen. Der Ehe geht es gut. Ich fühle mich gut dabei. Und man wird auch gesagt, nee, ich sehe gut aus, nicht? Und das Leben gefällt mir. Und ich sehe auch keinen Grund, dass es in den nächsten 10, 20 Jahren anders werden sollte. Showtime am Friedrichstadtpalast. Henriette und Klaus sind schon gespannt. Ihr Sohn Thomas dirigiert heute das Orchester.
Mehr als 30 Jahre lebten Henriette und Klaus mit ihren Kindern zusammen. Allein war man selten. Jetzt sind sie ganz auf sich gestellt. Die Liebe, die Beziehung zueinander, die ist eigentlich noch gewachsen, seit wir alleine sind. Damit habe ich vorher nicht gerechnet, dass das so werden würde. Und insofern ist es also immer wieder überraschend und schön. Noch ein Jahr, dann werden sie ihren 60. Hochzeitstag feiern. Goldene Hochzeit im Rheingau. Es soll nur ein kleines Fest sein. Dieter ist zu krank und die Haushaltskasse knapp. Aber ein besonderer Tag ist es doch. Es ist schon eine sehr große Liebe. Das verzeiht viel und ja, es ist ein sich gegenseitiges Brauchen, also auch gefühlsmäßig. Wenn man schon aneinander lehnt, dann spürt man, ja, das passt. Das ist gut so. Es war Carmens Idee, auf einem kleinen Rheinschiff zu feiern. Seid alle gegrüßt, ihr edlen Bürger. Und Dieter, wie blickt er auf all die Jahre zurück? Ich denke, dass noch eine Riesenpassion Liebe dabei ist. So die Schmetterlinge im Bauch, die haben schon etwas Ruhe gegeben. Ja. Dafür tritt dann was anderes ein. Das ist die Achtung vor dem anderen. Ihre Tochter Dunja ist Sängerin. Sie schenkt ihren Eltern ein Lied. Wenn er bei mir ist und wir auch nur so mit Schulter an Schulter lehnen, dann bedeutet mir das sehr viel. Und wenn er glücklich ist, bin ich es auch. Thank you.